Hallo, Mr. Fee. Guck mal, wie schön das aussieht. Oh mein Gott. Da ist noch so eine. Da sind noch mehr Gebäude, ne? Pio, pio. Oh, das sieht richtig schön aus. Okay, ich sprich mal mit Figo. Sprich mit Figaro. Oh, schreib das mal auf. Nee. Ich habe unsere Chat offen. Wen haben wir denn da? Achso, also wenn wir jetzt alle Türme oder sonst was abschließen, kommt immer einer dazu. Und dann kommen die alle aus ihren Bildern raus. Und sind wieder Robin Hood Quartett. Oh mein Gott. Ich kenne sie doch. Ah, jetzt. Ja, stimmt, wir kriegen alle vier oder fünf, die da die Welt zum Regnen gebracht haben und die Dürre da. Ja, ja, jetzt in. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder. Okay, jedes Denkarium-Artefakt zusammenbringen uns dann näher. Das erinnert mich so an diesen dicken Charakter von Witcher. Möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Kobolde? Die tun so, als wären die gerade persönlich da, das sind doch nur Gemälde. Ich weiß nicht, die wirken schon, als hätten die im Bewusstsein. Vielleicht sind die da eingesperrt. Boah, furchtbare Vorstellung. Um sich so zu konservieren und für die Nachwelt. Es wäre wohl. Aber wir werden uns natürlich. Und willst du die Prüfungen? Ich finde, wir sollten erstmal die Professorenaufträge machen, damit wir neue Zaubersprüche und andere Sachen lernen. Vor allem das von der allraunen Frau von Garlic. Könnte interessant sein. Wobei das von Sebastian auch die Aufgabe, wo wir zum Raum der dunklen Künste sollen. Der wollte uns auch irgendwas Krasses beibringen. Okay. Dieser Mantel ist wirklich voll cool von uns. Vielleicht sollten wir aber auch erstmal nach Hogsmeade gehen und gucken, ob wir wieder Sachen verkaufen. Ja, aber ich soll noch mit Charles reden. Wobei, vielleicht solltest du aber auch erst vorher noch mal in deinen Wunschraum gehen, damit du das eine analysieren kannst. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist. Okay. Oh, wir haben eine Errungenschaft. Hut ab vor dem Hüter. Ah, sieht schön aus. Ja, gut. Komm mal. Sind sie richtig schön? Ist es Herbst? Ne, wir sind im Herbst reingekommen. Echt? 1. September, oder nicht? Was? Oh ja, kann sein. Aber vielleicht ist es jetzt herbstlicher. Kannst du Karte öffnen vielleicht? Oder erstmal speichern sollten wir vielleicht. Ja, ich hab's selber herausgefunden. Hast du hier ein paar Leckerlis da reingeschickt? Nee. Kannst du mitmachen, wenn du magst. Ich hab's selber herausgefunden, wie man da hinkommt. Oh. Oh. Oh mein Gott, endlich. Wir wollten eben Hogsmeade. Das heißt, es ist doppelt gut für uns. Oh, ich dachte, wir können vielleicht ein Tierwesen haben. Dauert voll lange, ich möchte ein Tier. Ich dachte, wir müssen. Oh nein. Er ist Gladwin Moon. Weiß ich nicht, aber so wie der mit uns redet, klingt das nicht sehr nett. An diesen einen Tisch musst du da rangehen. Ne? Oh, Onai, wer ist Professor Onai? Die ist neu, ne? Descendo bei, um Objekte auf den Boden zu ziehen. Okay. Das wäre halt im Raum der Wünsche am Anfang wichtig gewesen, als oben auf den Regalen was war oder sowas. Ich möchte tatsächlich einen zweiten Tisch haben oder sowas. Ja. Versteht das hier schon irgendwie? Oh, warum ist da Feuerwerk? Ach so, weil ich doch. Scherzartikel, Olivanders. Ja, stimmt, das war es. Warum kommt da Feuerwerk aus dem einen? Weil wir müssen noch zum Besen. Ja, warte mal, es fehlt uns eine Schnellreise. Hier unten war doch auch. Bin ich nicht gut? Da war ich an dem Strand. Nicht gesehen. Da war aber nichts. Doch, doch, ich habe was richtig Seltsames gefunden. Ich habe eine verschlossene Tür. Eine Highland-Kuh. Ich habe so eine goldene verschlossene Tür gefunden. Und immer wenn ich da hingegangen bin, hat die Bom-Bom gemacht, als wäre die verschlossen. Und das wurde auch nicht angezeigt, als könntest du da irgendwas mitmachen. Ich schätze mal, entweder ist es eine Secret Door, die man irgendwann mal öffnen kann. Ein Easter Egg Door, dass man da irgendwas vormachen muss. Oder weiß ich nicht. Stimmt, ich hätte den Konami-Code davor versuchen sollen. Links, rechts, hoch, runter, X-Kreis, oder wie im Mist geht. Verkaufen. Ja, komm auch. Oh, guck mal, erhöhter Schaden durch alle Pflanzen, aber ist egal, machen wir eh nicht. Auch wenn ich gerne mal die Alraunen ausprobieren will. Die solltest du mal bei Kobolden oder so vielleicht ausprobieren. Ja. Die sind dann betäubt, die Gegner irgendwie oder so. Wie wir verkaufen können. Ich weiß mal nicht, dass irgendwie behält.
Das Outfit, so an sich. Das kannst, das behältst du in dem Viereck-Menü dann. Ah. Das heißt, du speicherst irgendwie die Aussehen von den Sachen. Okay, gut. Easy. Jetzt kann ich mal kurz zum Friseur. Wissen Sie, Karl Hogsmeade hatte ohne Ihre Informationen hätte ich doch... Kein Problem, gerne. Klingen, aber ich okay, in welche? Vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen. Ach, wir müssen jetzt eine neue Strecke fahren, damit wir fliegen, damit wir neue Verbesserungen kriegen. Mhm. Ja, guck nicht noch. Danke. Dieser erste. Bleib hier. Und bestimmt können wir auch hier irgendwo noch Möbel kaufen, aber ich weiß nicht, ob wir uns das Geld erstmal sparen sollten für Wichtigeres als Möbel für den Raum der Wünsche. Keine Ahnung. Hier mit ihrem Leckerli spielen. Zum Beispiel einen neuen Besen. Wobei, ich weiß nicht, ob es smart ist, einen neuen Besen zu holen, wenn wir den einen die ganze Zeit upgraden. Ist das nicht auf alle Besen? Ja. Jetzt hast du den falschen Hals bekommen? Ach, machst du uns wieder natürlichere Haare? Weiß ich noch nicht. Hätte ich kein Problem mit. Auch wenn ich dich verarschen wollte und grüne Haare machen wollte, aber dann habe ich vergessen, zum Friseur zu gehen. Die erinnert mich an... Was ist denn los halt mit unseren Hündchen? Die Frisur erinnert mich gerade irgendwie an The Incredibles, als sie die Haare so über die Strähne hatte, die sie unsichtbar machen wollte. Aber bitte nicht die Armin-Frisur. Armin alert. Oh ja, lass doch mal einen Armin machen. So, die Narbe wird wieder verändert. Also im Laufe der Reise ändern sich die Narben nun mal. Mach mal diese Kratzer unten am Kinn. Oben rechts. Voll tief. So, die Augenfarbe ändern wir auch. Das ist so dumm, dass man das eigentlich machen kann. Ich finde das voll cool. Ja, eigentlich schon. Wie laut Jessie ist. Die Augenbrauen lassen wir aber so, ne? Nein, die Farbe. Die ändern wir auch. Nimm mal, so, das hier, nimm mal das hier. Oh nein, keine Monobraue ist der Grau. Keine Augenbrauen. Guck mal, dieses. Aua. Hi, hi. Dieses. Ja, da. Mein Auge juckt. Was ist los mit unseren Hündchen heute? So, schön dezent. Ach, sie hat was, ja. Schön unscheinbar heute. 20 Gold nur. Ja, günstiger Friseur. Bitte. Der Friseur ist ultra billig. Können wir mal bitte den Hut ab... Warum ist der Zopf jetzt unter dem Hut? Ich hatte doch extra einen geflochtenen genommen. Nee, das geht so nicht. Mach mal... Tierwesenunterricht besuchen! Ja. Oder? Oh ja, ja, es kann sein, dass wir das machen sollten. Ich dachte eigentlich, wir machen das die anderen, damit wir Zaubersprüche kriegen. Ich will aber auch ein Tierwesen haben. Sieht aber trotzdem voll schön aus. Nein. Jessie, willst du ernsthaft raus? Kannst du dich mal rein raus? Oh, hier waren wir sogar schon mal. Auftrag Anfang, echt? Kommt mir nicht bekannt vor. Doch, waren wir. Willkommen. Eine Eule. Guck mal, das ist eine Ente. Das ist ein Eulenkopf. Oh, den bin ich nur begegnet. Ist das nicht? Die sieht aus wie die von einem Besen. Oh mein Gott, wie süß! Dem bunten Vogel bin ich schon begegnet. Und dieser Katze da auch. Alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal. Ja! Oh, guck mal, der kleine Wollknäuel auf dem Tisch. Den bin ich auch, glaube ich, schon begegnet. Das sind, glaube ich, die, wo ich meinte, das wären die... Nee, dem bist du auch schon begegnet, aber es gibt noch was Süßeres. Kannst du sie eben rauslassen? Es gibt noch was Süßeres als das. Ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Poppy leise mit P. Potter. Wie groß wir sind. Oh, ist das cute. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Ein Knuddelmuff. Pummeluff? Knuddelmuff.
Der heißt Geralt. Achte bloß auf seine Zunge. Wäre voll cool, wenn man den auch noch benennen kann. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei so. Oh mein Gott, man kann die bürsten. Nintendox. Wir brauchen Expelliarmus nicht. Boah, das ist auch Zauberei-Slot. Oh, ich hätte das viel lieber selber gestriegelt. Wie schön. Also auf jeden Fall nicht die Katze, die ich meinte. Man kriegt noch eine richtig coole Katze. Ich glaube, er hat Hunger. Natürlich gebe ich dem Futter. Und hier, Futter für dich. Was denkst du, wonach haben sie sich hingelegt? Ich hoffe, dass sie sich kann ich mal gucken. Jared mag es. Ja. Ganz sicher. Erinnert mich an die Katze aus Nio. Scheint sehr lieb zu sein. Das ist der. Zwei. Ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Jetzt mal aufhören, an meinem Kopf, in meinem Ohr zu kauen. Gute Arbeit. Nun machen wir uns ja. Ein Einhorn. Glaube ich nicht. Ich glaube, das sind nur so Jesse, kleine Babytiere. Seien sie beim ja, ich so. Dieser bunte Vogel. Was ein bunter Vogel du doch bist. Warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Kniesel? Komm schon, die Kniesel sind... Ah, das sind diese großen Katzen. Wenn wir die echt benennen können, wie würdest du die nennen? Miezi. Ah, oh, voll lahm. Mauzi. Voll lahm. Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Fies. Boah, der reißt ihn jetzt ab. Was machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name? Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt lustig. Boah, diese Narbe am Kinn ist voll störend. Ich finde eher die Augen sehr durchdringend diesmal. Aber der Mantel hat schon was. Oh, Jesse ist voll laut. Oh, süßes Tänzchen. Dem bin ich begegnet. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Was soll ich als nächstes tun, Professor? Sie werden sehen. Es was sind denn da noch für Tiere? Was sind da rechts für Tiere? Alter, ich musste eben bürsten. Ah, das sind diese bunten Vögel. Ein Dirikal. Oh ne, dann waren es die nicht, weil wenn du eine Meldung kriegst, bin ich denen noch nicht begegnet. Voll gut. Ja, bitte sehr. Ich will diesen Fraß nicht. Sie erkennen einen guten Menschen. Voll gut, ich gebe euch allen Futter. Irgendwie passt Kniesel aber irgendwie nicht so. Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nein, ich fütter die jetzt noch. Was ist denn unser Neuzugang? Oh, echt? Ja, das ist nicht zum Interagieren bereit. Ah, das könnte chillen. Nee, das ist, hat keinen Stern. Oh, dann kann man die bestimmt noch nicht. Den Stern siehst du übrigens oben neben dem Namen dann, wenn das ein Shiny ist. Das ist bestimmt ein Baby, ne, von denen. Oh mein Gott, ja, könnte sein. Ah, cute. Und viele Tierwesen haben sie ja eigentlich nicht so, ne? Wobei, da ist noch ein Gehege. Warst du schon an dem Gehege? Hallo, Professor. Sie ganz recht. Die war toll. Es war hat Spaß gemacht. Man hat fast nichts gemacht. Einige ja. Bieten uns Material. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge. Kannst du auswählen, was du sagst bei denen? Ja, oder? Tote Tierwesen. Ja. Sicherlich kann jemand die Wilderer vor Gericht bringen. Wie optimistisch von ihr. Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten. Okay. Ja, man muss immer diese Aufgaben abschließen, damit du neue Sachen bei denen machen kannst, bei den Profs. Okay, wie? Wenn du spielen willst, sag Bescheid, ne? Ich möchte das nicht wegnehmen. Was ist links in dem Gehege da? Was seid ihr? Knuddelmuffs. Hier, Futter. So cute. Warum gibt's hier keine Pegasusse, Pegasen? Ah, es frisst alles. Oh nein, ich weiß schon, dass die nächsten 20 Parts Famous nur noch mit den Tierwesen verbringen wird. Hallo Poppy, weißt du gar nicht.
etwas für dich tun, Poppy? Ich schlafe und dann wache ich auf und erwische sie bei den Tierwesen. Das sagen meine Oma und ich immer. Oder zumindest, ich konnte nicht einfach nur dastehen. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da... Oh. Jetzt bin ich neu. Oh, ich glaube, ich weiß was. Ja, Hagrid. Nein, als ob. Den gibst du nicht mal. Lauf, Poppy. Poppy's Playtime, kennst du das Spiel? Nein. Wirklich? Ein bisschen creepy. Ja. Okay. Danke, schätze ich. Ich denke, die Zeitumsetzung greift. Oder dieses eine, was nur Tote sehen können. Nicht Tote, die den Tod gesehen haben. Nein, das ist nicht. Also es ist ein Unterschied, ob jemand verstorben ist oder jemand Verstorbenen gesehen hat. Nee, todnah sein kann auch sein, dass du einmal fast gestorben wärst. Ja, okay, aber fast nicht ganz. Oh, vielleicht eine Nixe. Glaube ich nicht. Wir sind so nah am Wasser. Ach komm, schon wieder. Könnte auch sein. Nee, ich glaube nicht. Bleib zurück. Oh mein Gott, das ist das. Das will ich haben. Nein, willst du nicht. Doch, das will ich haben. Ich wusste es. Ein Griffo-Greif. Greif. Griffo-Greif? Hippogreif. Hippogreif, glaube ich. Oh, Greif ist die Kurzform. Das ist Wolkenschwing. Nee, gibt schon, doch, das will ich haben. Wir nehmen das. Guck mal, ist halb Adler, halb Pferd. Sagt ihr Hallo, aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen. Verbeugen. Nö. Expelliarmus. Ah, oh, ich frage mich, ob was passiert, ich wenn man es nicht R, macht. Wo ich habe L genommen. Ich frage mich, ob was passiert, wenn man sich nicht verbeugt. Cool. Ja, Bürsten! Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Ach, Gott. Habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtige. Cool! Vielleicht muss man die Zuneigung steigern, bis wir die bekommen. Mhm. Ja, wir kämmen die einfach 3 Stunden lang. 3-Hour Griffin Stream. Oh, schön. Bye. Oh, ist das hübsch. Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Die ist super. Hat mich nervös gemacht. Ich wusste, dass ihr euch... Danke, Poppy. Du bist meine neue beste Freundin. Nee, die ist Erstklässlerin. Könnte gut sein. Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet. Wie du vielleicht gute weißt, Poppy. Haben wir hier ein Wilderer-Problem. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor. Okay. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie, die haben irgendwas vor. Ich habe auch schon ein paar gesehen. Du hast recht. Ganz genau. Das ja, ich will die Wilderer zerstören. Weiß, du wirkst ziemlich entschlossen. Oh, also ich muss los, aber... Hier, lässt du mich kurz aufstehen? Nee, finde ich jetzt nicht in Ordnung. So, der Controller ist jetzt mein. Was war? Oh, nice. Descendo ist, glaube ich, auch wichtig. Wir sollten das hier mal machen. Cool, dass wieder mittlerweile das alles funktioniert. Ach, wir sind gerade nicht in Hogwarts. Wo kann man hier so weit runtergehen? Und hier können wir eigentlich schon wieder landen. Landen momentan nicht verfügbar. Oh, doch, ist es wohl. Venemosa Tentacula? Wo kriege ich denn eine Venemosa Tentacula her?
Okay, wir müssen die gegen mehrere Gegner testen, ne? Müssen wir uns mal anschauen, wo ich diese Venemosa Tentacula herkriege. Ich habe vielleicht eine Vermutung, bin mir aber nicht sicher. Schnellreisen wäre vielleicht schlau, aber ich will mal ganz kurz gucken, ob da unten vielleicht geht. Ah, nee, da sind nur diese, so eine Prüfung Merlins. Ist aber trotzdem eine Schnellreise. Nee, ist es nicht. Normalerweise sind bei Häusern oft einer. Dann sollten wir mal schauen, ob wir hier irgendwo Gegner finden. Weil ich glaube, dass die auch nicht so nah an Hogwarts sein werden. Hier nähere ich mich, glaube ich, wieder Hogsmeade. Auf geht's nach Hogsmeade. Okay, aber leider müssten wir wieder einige Zaubersprüche machen. Wir können gerne hier sowas machen. Was ist jetzt passiert? Ich will, dass wir reingehen, ne? Ich müsste mal ganz kurz was machen. Oh, das war gut, dass ich den gelootet habe. Da oben. Unser Short mit dem Creepy Bug hat fast 1000. Natürlich funktioniert der Besen hier nicht. Geil. Ja. Schon ziemlich cool. Mhm. War aber auch ein Weird Bug. Also. Oh, das war das letzte, okay. Was? Die Kapazität der alten Magie haben wir jetzt erhöht? Ist doch gut. Sieht nicht so aus. Sorry, aber. Ich wollte ins Dorf tatsächlich, um zu gucken, ob ich dieses komische da, was ich brauche, zu kaufen. Könnte übrigens sein, dass ihr unsere Hunde im Hintergrund hört. Die spielen gerade miteinander. Habe ich da unten kein... beim Dorf nichts? Hier ist noch ein Dorf. Ich wollte gucken, ob ich da diese komische Tentakula-Zeug finde. Moment. Ansonsten weiß ich nicht, wie wir das für die Professorin jetzt abschließen können. Ein nettes kleines Örtchen. Schade, dass Barrow dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Aber Hogsfield wird von Ranrocks Anhängern terrorisiert. Ich konnte nicht, umhin zuzuhören. Ja. Ja, das habe ich doch schon gemacht. Ich weiß. Ich kenne. So, springen wir jetzt mal kurz und gucken mal kurz, ob die. Die ist. Ah, die ist keine Händlerin. Wow. Die anderen Schokokos ist ab. Ja. Beschaffe und teste eine Venemosa Tentacula. Wo war denn diese blöde Händlerin? Aus? Mist. Scheinbar nicht in diesem Dorf. Und raus. Ja. Es gibt zu viele Dörfer. Dann versuchen wir noch das. Wenn nicht, dann überspringe ich die Quest erstmal. Dann ist mir die Quest erstmal egal. Ja, fein. Dann können wir irgendwas anderes machen. Dann war es aber schon mal smart von mir, dass ich einmal... Vielleicht muss ich auch nicht zu diesem, zu der Händlerin, die ich im Kopf habe, sondern... zu dem einen Händler, der so komisch einen magischen Stand hat. Wir gucken uns mal kurz die Händlerin an. Ich weiß, dass sie seltene Sachen hat. Bestimmt kriegt man die Sachen auch in Hogsmeade. Ich bin so doof. Warum mache ich das hier? Das ist gar nicht doof. Jessie, was machst du da? Boah, du musst das hier auf dem Tisch machen, das ist ultra laut am Mikrofon. Sorry. Nee, du hast sowas nicht. Was denn? Oh. Oder bist du? Oh mein Gott. Fällt eine Snüffler? Dann war es aber schon mal smart von mir, dass ich einmal...
Vielleicht muss ich auch nicht zu diesem, zu der Händlerin, die ich im Kopf habe, sondern... zu diesem einen Händler, der so komisch einen magischen Stand hat. Wir gucken uns mal kurz die Händlerin an. Ich weiß, dass sie seltene Sachen hat. Bestimmt kriegt man die Sachen auch in Hogsmeade. Ich bin so doof. Warum mache ich das hier überall? Das ist gar nicht doof. Jessie, was machst du da? Boah, du musst das hier auf dem Tisch machen. Das ist ultra laut am Mikrofon. Sorry. Nee, du hast sowas nicht. Was denn? Oh. Oder bist du? Oh mein Gott. Fell eines Nüfflers? Wofür ist das? Feder eines Hippogreifs. Guck mal wofür hier. Wofür ist das alles? Einhornhaar. Ich schätze für Tränke. Kobaltlager, komm, Lagerabbruch machen wir. Wir haben einen fliegenden Gießkannen, ne? Die spielen wir auf den Weg. Oh, das ist schon ziemlich weit, ja. Ein Troll. Ich finde das gar nicht. Der Kräutergrund ist am langweiligsten, oder? Ich finde nur die Tierwesen am interessantesten. Ich finde auch die fetten Augen. Nein, doch, und Heidi, blasse Haut. Sind so Zaubersprüche bekommen. Das nehme ich mal als Kompliment. Blasse Haut? Nein. Harry, nicht so blass wie. Sag mal, Earl. Ach ja, Knochen. Hey, Jesse. Sei mal was leiser. Ja, Professor Garlic zurück. Ich bin bei ihr. Unsere Nachbarn möchten schlafen. Ich auch. Ja, cool, dass der Unterricht hier stattfindet, wann wir es wollen. Jetzt können wir auch, glaube ich, mit Levioso, mit dem Garling Leviosa, diese komischen farbigen Kisten. Ja, wir sind immer so Donnerstag so um 18 Uhr. Wäre Jessie! Das, oh. Ja, oh mein Gott. Ja, ich habe hier ja sogar eine Schnellreise gehabt. Das war wahrscheinlich wohl wenig Leben, denn noch mal. Naja, sieht doch ganz witzig aus. Warum ist das nicht mehr auf der Karte markiert? Also, was ist denn mit mir da? Cool. Hier sind wieder irgendwelche Tiere. Oh, guck mal, was sie für leckeres Essen haben. Und wir essen immer nur Kuchen oder Äpfel. Ja, ist auch lecker. Oder trinken Tee. Vingalium, Ausrüstung. Jetzt können wir nämlich auch mal so größere Sachen bewegen und auch dabei diese Kuchen runter bewegen. Oh, oder so eine Kuh, die hätte ich gern. Ja? Oh, das ist gern. Nicht, nur, nicht nur ziehen oder so. Narrengewand. Kann man da rein? Ausrüstung. Wir sollen uns auch direkt anschauen. Wir sollen zurück zu Claire Beaumont. Das ist nicht der Elfer. Nee, ich mach nicht das mit dem Troll, Siegfried. Ich mach eine andere. Oh, da oben sind Ballons. Du kannst doch jetzt eigentlich schneller fliegen. Ich hab einen Ballon. Was ist, wenn du rechts machst? Von Spaß und Kämpfe, ne? Dreieck hättest du machen können. Schon wieder. Ist cool, dass man das mal so ein bisschen... So werden wir vielleicht auch aus dieser Gruft rausgekommen. Nein, das macht uns nur so ein Lied. Das zeigt uns nur, was die Steuerung alles ist. Aber du kannst jetzt schneller fliegen. So, jetzt haben wir das später. Garlic-Chan erfüllt. Jetzt könnten wir rein theoretisch... Wir sind schon auf 19. Guck mal, da gibt es mehrere Sachen, die wir machen. Ich glaube, die Level mit uns. Du musst das machen. Wir müssen uns erstmal auf die letzten Güter vorbereiten, aber ich weiß nicht, wie wir uns den einzelnen Sachen. Ja, wenn ich hier jetzt so ein Siegel 60 Kobolde. Da war noch was drin. Ja, oh, nein. Im Lager war noch was. Was ist hier für eine Siegelfolge? Kannst du beides? Warte mal, die Konkurrenz wegfegen. Wobei diese andere Lager war dann einfach nur besiegen. Wobei es zerstören würde, wenn du da gegen Besi benutzt. Ja, genau, es war einmal. Die haben nicht mal Lieferung. Hey, du da. Du da, ich hab dir deinen Weg hier erleichtert. Michael hat mir eine Eule zu einer Lieferung geschickt. Ich drücke hier. Oh, Erscheinungsbilder. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber. Hier ganz auf jeden Fall. Das kann. Ne? Das wird irgendwas auch. F. Der Pull so war da. Oh eben. Mein Gott, der Troll ist 25. Ich wusste, dachte, der wäre auf dem Weg der Erinnerung. Was? Das und dann Troll auch noch. Das ignoriert. Sammle Troll. So, bist du mir jetzt dankbar, dass ich die Kobolde gekriegt habe? Oh, ich bin irgendwo einem Troll unter der Brücke begegnet. Das war ein Flusstroll. Das sollten wir erstmal nicht mal. Vielleicht sollten wir. Glacius. Village-Feld, aber die Narben haben so reingefangen, wenn die nicht. Ja, du auch. Nice, das war mir. Ich hab gesagt, guck dir mal an, und dann rüste sie aus. Wo ist denn das mit dem. Das war Spaß, dass man jetzt schnelle alte Magie aussieht. Ja, lese mal Ragnarok. Zu viel Gold. Ach, jetzt darf ich mir auch endlich mal die Waffen angucken, Waren angucken. Nice. Ich hatte eine Quest von Straßenkütterfeld. Ich hab mir selber den Weasley bekommen, wow, weil der nun da ist. Ich hätte auch mehr Jessie! Ja, dann lass mal. Wo war das hier gerade? Oh mein Gott. Kobaltlager, komm, Lagerabbruch machen wir. Wer will denn so eine blöde Dekoration haben? Hängen wir uns nicht. Egal, sieht trotzdem witzig aus. Warte, warte. Oh, der ist schon ziemlich weit. Im Flug hättest du ein Wesen ausgerüstet müssen. Das geht.
Okay, wo kriegen wir Trollfälle erstmal? Und wir essen immer nur Kuchen oder Äpfel. Wir was hat Leid ja gar nicht getan? Ja, die zeigen auch noch die blasse Haut. Das nehme ich mal als Kompliment. Blasse Haut habe ich ja wohl. Ja, aber nicht so blass wie Earl. Sag mal Earl. Jake, Jesse. Ich habe ihn gewarnt. Kann man da rein? Nee. Ich kann mir vorstellen, dass wir sollen zurück zu Claire Beaumont. Auch. Warte, mach dich mal unsichtbar. Jetzt können wir auch, glaube ich, mit Leviosa. Und im Guardium Leviosa, diese komischen Farben, die lehrt uns nur Fluch. Belmont. Cool, dass unsere Lehrerin sowas lehrt. Oh, da oben sind Ballons. Das kannst du jetzt eigentlich schneller fliegen. Okay, wir haben Unsichtbarkeit. Ich habe einen Ballon. Ich habe hier ja sogar eine Schnelle. Was hast du gesagt? Jesse, pfui. Raus jetzt da. Was hast du gesagt? Komm hin. Warum ist das? Was hast du gesagt? Soll ich machen hier? Schau ich hoch. Oh, hier sind ja 20. Nee, das macht uns nur so ein. Das zeigt uns nur, was die Steuerung alles ist. Wieso sieht das so aus? Komm jetzt, Ronny, du kannst jetzt schneller fliegen. Ja, vollständig. Hier kannst du super schneller für deinen. Ah, guck hier. Ah, das ist leider immer noch nicht. Und dann sind wir mal Tier befreien. Was ist das? Ich hätte gerne diese süßen Katzen zeigen. Oh, oder so eine Kuh, die hätte ich gerne. Oh, das ist ein. Ah, hier war ich auch schon. Wir haben kein Petrifilus. Doch, hättest du machen können, wenn du ganz nah bist. Ach, das meinst du? Oh. Dreck. Oh nein. Ja, sah schon mal besser aus. Was ist hier so gewesen? Spider, das wäre ein Trollsekret. Ich mach eine andere aus Nerven. Wobei die sind halt einigermaßen einfach zu bedingen. Wobei für dich schon mal nicht, weil du ja in der Babyspinne von Nerven. Ja, genau, es war einmal. Wobei, es kommt nur darauf an, dass wir. Ja, ich denke, du wolltest rumlaufen. Lass doch meine Hand. Dreck. Macht mir Spaß, so gern zu, ne? Dreiecke zu machen könnt. Schon wieder! Meine Jesse. Meine Jesse. Immer zuerst Feuer machen und dann Kontrollen. Guck mal, wie sind die schwarze Magier? Die schwarze Magier. So, bist du mir jetzt dankbar, dass ich ärgerlich, dass wir das nicht öffnen können. Wir sind schon auf 19. Ja, die Level mit uns. Du musst das machen. Was ist das? Ja, jetzt. Die Narbe an unserem Kinn gefällt mir nicht. Menschen sehen aus wie Sonic. Wie gesagt, grüßt sie aus. Warte mal, hier ist doch ein. Hast du eine Narbe auch? Nee, hier ist doch ein Tier-Areal. Ah, jetzt darf ich mir auch endlich mal die Waffen angucken. Waren also andere Narbe, die zerstören müssen. Weiß ich nicht. Du meinst Rasen? Nee, das freut mich. Wir haben nicht mal Loot. Hey, Jesse! Du da, ich hab dir deinen Weg hier erleichtert. Ich hätte auch mehr Gegenstände können. Dein Mond ist jetzt ein Haus. Ja, ich hab ja auch einen Besen irgendwie. Pflanze und Ernte Flussgras. Beschaffe alle drei Kampfpflanzen. Wie viel verwendet man denn drei Pflanzen? Natürlich tun wir das nicht. Nein, die hängen wir uns nicht auf. Ich begegne mit diesem Weg, der ich das finde. Warum denn? Oh, toll. Im Flug hättest du den Besen ausrüsten müssen. Das geht. Okay, wo kriegen wir Trollbrücke her? Ja, aus dem Amboss. Irgendwo, wo eine Brücke ist. Warum machst du nicht die eigentlich kann man gar nicht mit dir. Ja, die zeigen uns aber nicht an, Alter. Da. Da ist gar nichts. Nice, das war ein Hallo, wir sind nicht da. Oh, ist das da verboten? Hat für Spaß, dass man jetzt schneller Alter mal kriegt. Ich muss Hippogreif beschützen, dann kriegen wir den. Ich glaube, so ist das aber nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir ohne Power-Trank zu schützen. Warte, mach dich mal unsichtbar. Und dann versucht man, diese Kräfte Spaß. Blablabla. Ja, man, die lehrt uns einen Fluch. Jesse! Cool, dass Lehrer sowas lehrt. Oh mein Gott. Okay, ich öffne die Welt. Das ist mit meiner Arme so doof. Was hast du gesagt, soll ich da machen? Jesse, pfui! Raus jetzt da! Egal, du trotzdem ein bisschen gehört. Komm hin! Was hast du gesagt, soll ich machen? Eine Frau, die so dämlich wäre. Ja, fein. Ja. Was sagst du so? Ich bin komm jetzt runter. Oh, guck mal, was sie für leckeres Essen haben. Und wir essen immer nur Kuchen oder Äpfel. Oder trinken Tee. Ah, guck mal hier. Ah, das können wir leider immer rein. Man muss jetzt immer alles machen. Wo bist du denn gerade? Was ist das? Hier eine Schnellreise gibt die hier. Wo bist du denn gerade? Um. Das bleibt ja ganz versteckt. Wir haben keinen betrifflichen Narren gewonnen. Soll man da rein? Ach, das meinst du. Oh. Wir sollen zurück zu Claire Beaumont. Bietchen. Wann sitzt du denn da? Was? Was sitzt du denn da? Boah, wenn du schneller an was reichst du mit dem Besen? Also abends immer im Stänkern. Wobei, es kommt nur darauf an, dass wir... Oh, da oben sind Ballons. Du kannst doch jetzt eigentlich schneller, friss doch mal in der Hand. Ich hab einen Ballon. Aber du kannst... Was, wenn du rechts machst? Ja. Ja, ich kriege nicht die Pulse, wenn ich das erst mache. Immer zuerst Feuer machen und dann, wo der erste Pulse nicht gehört und alles ist. Aber du kannst jetzt schneller fliegen. Guck mal, wie die schwarze Magier, glaube ich, schneller. Der schwarze Magier. Ich ärgere mich, dass wir das nicht öffnen können. Ne? Und dann so.
Laura? Ah. Was ist das? Ist das Froschfüße? Hier rein musst du. Ja, Menschenzähne mit Sonic. 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 Ja, warte mal, hier ist doch ein. Hast du einen Krankenhaus schon mal besprochen? Nee, hier ist doch so ein Tier. Schweden. Beide. Ich lebe das nerven. Auch, ja. Wobei die sind halt einigermaßen einfach zu besiegen. Wobei für dich scheinbar nicht, weil du ja gegen eine Babyspinne ja, verloren hast. Du meinst, genau, du sollst die Krallen aktivieren, ne? Guck, die Schienen oben spawnen manchmal. Der mondbesessene Hausmeister. Das ist bestimmt Professor Lupus. Ich drücke vier Pflanzen und ernte eine Lustgrad. Beschaffe alle drei Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Wie viel? Verändert man in drei Pflanzen mit Schnellreise? Ich glaube, es kommt auf an, welche. So, bitte sag mir, wo ich das finde. Wo sind die anderen? Oh, die hätten auch noch besser, ich hab die ignoriert. Was sind jetzt hier? So, bist du mir jetzt dankbar, dass ich die Kobolde gekillt habe? Bisschen schneller, aber nicht. Eigentlich kann man gar nicht vom Besen aus sterben, außer man fällt halt runter. Aber die Narbe an unserem Kinn gefällt mir nicht. Wie hast du ausgewechselt? Bitte sag, guck mir das mal an. Ich sag, rüste sie aus. Hab ich so nicht vernommen. Ich lese mal Ragnarok. Ach, jetzt darf ich mir auch endlich mal die Waffen angucken, Waren angucken. Oder man kommt von hier. Weißt du nicht. Haben wir selber. Wow, nichts mehr. Wir grinsen kaum. Ich hätte auch mehr gegen Kinder können. Okay, ich hoffe, die Map. Das ist mir halt irgendwie zu tun. Weißt du, Wappen oder unten? Ja, bloß. Wer will denn so eine blöde Dekoration haben? Hängen wir uns nicht auf. Natürlich tun wir das nicht. Nein, ja, wir müssen zuerst die Pulse lernen. Gigi ist in der Welt, der kann immer kehren. Im Flug hätte es ein Wesen ausgemacht, was du uns entfernen musst. Okay, wo kriegen wir Trollbrücke her? Weißt du, da war doch eben, da irgendwo, war doch wo eine Brücke ist. Warum machst du nicht die Quest, damit du weißt, wo ja, die zeigen das aber nicht an, leider. Wo bist du denn gerade? Da machen wir das hier eine Schnellreise. Wo bist du denn gerade? Oh, ist das der verboten? Hier, egal, ist doch. Warte mal, vielleicht können wir... Das habe ich auch noch nie gesehen. Schuss, cool. Ah, da war noch eine Seite. Ja. Ohne Power. Hey, noch ein Rätsel, die wir. Warte, mach die mal unsichtbar. Auf die wir aufpassen müssen. Und dann versuch mal dieses Brett. Ach, guck mal auf der Karte, das ist doch lächerlich. Die lehrt uns nicht mehr. Was reißt du mit den Beinen? Finde ich voll gut. Cool, dass unsere Lehrerin was lernt. Warte, mach mal Revelio. Da unten. Ja, okay, wir haben unten auf dem Platz. Aber du kannst. Die Bessie, pfui. Raus jetzt da. Was hast du gesagt? Komm hin. Was hast du gesagt, soll ich machen die Pulse, wenn ich das alles mache? Das ist auch kein Ausland. Ah, ja. Oder warte mal, ist die Pulse nicht dieses. Was sagst du, soll ich komm, jetzt kommt es aus, als wäre da eine Seite. Lass mal noch den blöden Besen ganz ab. Ah, guck mal, hier. Ah, das kommt da leider immer noch nicht. Der Abschnitt hätte man Tier befreien können. Was ist das? Geht das auf? Alter. Du bist doch schon da. Aber es nein, wir haben keinen Begriff los. Doch, hättest du machen können, wenn du ganz nah bist. Ach, das meinst du? Ja, oh. Dreck. Oh. Ich kann auch einfach um Hogsmeade herum schweben, wo ich gerade gedacht habe. Wo sitzt du denn da so? Was sitzt du denn da, ne? Zum cool. Stinken? Was soll der mal oben auf dem Turm ausprobieren? Wobei, es kommt nur darauf an, dass wir... Ohne Powertränke zu benutzen. Warte, warte, mach dich mal unsichtbar. Und dann versucht mal dieses Prätikus für blablabla zu machen. Die lehrt uns einen Fluch. Cool, dass unsere Lehrerin sowas lehrt. Das Auge, oder? Ja, okay, wir haben Unsichtbarkeit. Also hast du gesagt, soll ich dann Jessie, machen? Pfui! Raus jetzt da! Was hast du gesagt, komm hin! Was hast du gesagt, soll ich machen für einen Zauberspruch? Oh, die sind Level 20. Ja, fein. Ja. Was sagst du, soll ich für einen Zauberspruch machen? Komm jetzt runter. Das da, dann dieses Petrificus, bla bla. Ganz nah muss man. Ah, guck mal hier, ah, das können wir leider immer noch nicht. Da hätte man ein Tier befreien können. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Wie. Du hast es verdammt. Dreieck. Wir haben keinen Petrificus. Doch, hättest du machen können, wenn du ganz nah bist. Ach, das meinst du, oh. Dreieck. Ja, zu spät. Wann sitzt du denn da so unter dem Tisch? Was sitzt du denn da, ne? Ist er im Stänkern? Ist er abends immer im Stänkern? Wobei, es kommt nur darauf an, dass wir... Ja, im Stänkern bist du. Ja. Ja, friss doch meine Hand. Friss die doch. Dreck. Schade. Ja, sehr gut. Dreck. Meine Jessie. Meine Jessie. Immer zuerst meine Feuer machen und dann Konfringo. Meine Jessie. Bist du genervt von mir? Guck mal, riesige schwarze Magier. Der schwarze Magier.
Ist ärgerlich, dass wir das nicht öffnen können. Ne?